Meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, dass wir heute unser drittes Architekturgespräch führen können. Nachdem Franz Fürck, Hans Hollein da waren, freue ich mich heute sehr, Justus Dahinden begrüßen zu dürfen. Justus Dahinden studierte und promovierte an der ETH Zürich. Zwischen 1967 und 1979 war er Mitglied der International Congress on Religion, Architecture and the Fine Arts, 1968 Mitglied der Groupe d'Architecture Prospective und von 1974 bis 1996 Professor an der TU Wien und Leiter des dortigen Instituts für Raumgestaltung und Entwerfen. Zu seinen wichtigsten Bauten zählen das Zelthaus auf Rigi Unterstetten, die Pyramide am See in Zürich, die Freizeitstadt Schwabillon in München oder das Einkaufszentrum Ostermundingen. Dahinden entwarf verschiedene nicht realisierte Stadtvisionen wie Akropolis, Radio City, Kiryat Ono. Daneben entwickelte er Bausysteme wie Trigon oder Bubblebau. Seine Arbeit wurde durch zahlreiche Universitäten und Institutionen gewürdigt. Ich nenne hier lediglich die Ehrenmitgliedschaft des American Institute of Architects, das Ehrenpräsidium der Société Internationale d'Artistes Chrétiens, die Honorarprofessuren in Buenos Aires und Tbilisi. Er ist zudem Dr. Honoris Causa der Architekturfakultät in Bratislava und Mitglied der Akademie der Architektur in Sofia. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet in der Schweiz und international und in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, unter anderem zurzeit in München. Unter seinen Schriften und zahlreichen Werkmonographien möchte ich hier eigentlich nur eine erwähnen, nämlich das sehr einflussreiche Buch Stadtstrukturen für morgen von 1971, auf das wir noch im Laufe der Diskussion näher eingehen werden. Herzlich willkommen, Herr Dahinden. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie bei uns sind. Wir werden in diesem Gespräch zuerst über die Ausbildung von Herrn Dahinden sprechen, danach über einzelne Architektur- und Bauprojekte, dann über Freizeitstädte und zuletzt noch einzelne Projekte miteinander diskutieren. 1945 kommen Sie an die ETH in Zürich und studieren dort bis 1949. Wie muss man sich eigentlich das Studium vor 60 Jahren vorstellen? Ja, das war, also grüß Gott, genau. Das war eine gemütliche Studiererei, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin jetzt das erste Mal da oben in dieser Stadt. Dimensionen, mit denen ich persönlich nichts gehört habe. Mein Sohn war ja auch hier, ist nach einem Monat ausgezogen, ist dann zu mir nach Wien gekommen und hat bei mir das Diplom gemacht in Wien. Er könne in dieser großen Stadt, in der Stadt nicht existieren. Da ist euch schon eine wichtige Aufgabe, glaube ich, auch nicht ganz einfach, dass ihr euch als Studenten hier wohlfühlt. Ich hoffe, dass es so ist, aber es wird nicht leicht sein. Ich persönlich habe die alte ETH in Zürich kennengelernt als ein attraktives Animationsklima, einfach, klein und so weiter. Ich war dann 5 Jahre Assistent, also haben wir gebaut für den Professor im Dunkel. Er war nie bei uns, wir haben immer konnten machen, was wir wollten. Es war also echt animativ, es war echt attraktiv für uns. In die Vorlesung, da ging ich wenig, höchstens in die Kunstgeschichte. Und wenn ich euch einen Vorschlag machen darf, ihr habt ja sicher auch Architektur und Kunstgeschichte, schaut das an. Das ist viel wichtiger, als was euch die Architekturprofessoren erzählen. Das müssen sie alles ja selbst aufbauen in sich. Aber der Linus Birchler war mein... Genau, Linus Birchler, das war der Spezialist für Barockarchitektur, der in Einsiedeln, über Einsiedeln geschrieben hat. Ja. Bei dem hatten sie die allgemeine Kunst. Und wissen Sie, wie viele Studenten in seiner Vorlesung waren? 3 oder 4?
Und die sind alle nicht gekommen, hat sie nicht interessiert. Mich hat es interessiert, weil ich wollte die Herkunft der Architektur in unserem Kulturraum kennenlernen. Und der hat uns so ganz komische Geschichten gezeigt, Details von Bauten. In der Hagia Sophia, große Kuppel. Und die Kuppel musste auf dem Achteck platziert werden. Hat so ganz kleine Trompen, sogenannte Trompen gehört. Der hat mir nur die gezeigt, das könnte ich Ihnen heute noch aufzeichnen. Alle diese Dinge sind wichtig für einen Architekten, weil das sind die schwierigen Details und Punkte, die man sonst übersieht oder die nicht interessieren. Das hat mich interessiert. Und daneben war, neben Linus Bircher, war auch Gideon präsent. Gideon, Siegfried Gideon. Das war für uns eine Offenbarung, keine Frage. Dass auch der Erste gesagt hat, dass die Bauten von der Erdbasis sich nicht lösen sollten. Wenn Sie sich, vielleicht Sie kennen die Villa Savoy von Corbusier, die Kiste, die fliegende Kiste, die nicht, bei der die Lastabtragung optisch gar nicht stattfindet, die können Sie auch umkehren. Das sind diese Dinge, die mit Gideon erarbeitet werden konnten. Das hat mir dann die Augen geöffnet. Was? Und er hat sozusagen die Moderne Ihnen offenbart. Neben Le Corbusier waren da noch andere Personen, durch die Sie fasziniert waren von der Moderne. Ja, das war also, ich beginne mal mit den Anthroposophen, Rudolf Steiner. Goethe, Hanau in Donau. Ich empfehle Ihnen, das ist einer der besten Bauten in ganz Europa, immer noch. Sie, normalerweise zeichnen Sie ja Ihre Projekte mit Fassaden, so oder ein bisschen schräg oder ich weiß nicht was. Der ist der Erste, der eine Fassade nicht so gemacht hat, sondern so. Also nach außen, den Außenraum hineinnehmen in eine Fassade aus Beton. Das ist ein Betonhaus. Das ist eine faszinierende Persönlichkeit auch gesehen. Oder das, bei uns sind doch so Nebenbauten, die kommen so am Ende auch noch dazu. Der hat das Heizhaus in Dornach. Das ist eine Plastik, sagenhaft. Dann ist für mich natürlich, also Corbusier habe ich schon gesagt, Frank Lloyd Wright in Amerika. Ich war auch bei ihm, wir haben seine Theresienbauten angeschaut. Seine Kanone und sein Guggenheim-Museum in New York ist heute noch das beste Museum auf der ganzen Welt. Das ist für mich klar. Und dann war noch einer, der mich fasziniert hat. Das ist die Sagrada Familia, nicht? Den kennen Sie ja. Von Gaudi. Von Gaudi, nicht? Von Antonio Gaudi. Das sind so die Typen, die vier Typen, die mir Eindruck gemacht haben. Und im Unterricht an der ETH, wurde das vermittelt oder wer waren die Entwurfslehrer? Haben Sie von denen was gelernt? Oder? Ja, im Entwurf habe ich nichts gelernt. Nein. Das habe ich, hören Sie, das können Sie ja nicht lernen. Entwurf, ich empfehle euch, ich war 22 Jahre in Wien da mit der, und das ist ja eine Clique für sich. Und sowieso. Ich habe immer gesagt, Studenten, macht die Augen auf, geht nicht so durch die Stadt, sondern so, schaut an, was bei euch passiert. Und das hat dann eben eigentlich den Aufbau gegeben für die Entwürfe. Und dann sind Sie bei William Dunkel Assistent und daneben schreiben Sie diese Schrift, Versuch einer Standardbestimmung der Gegenwartsarchitektur. Wie kommt es dazu, dass ein Architekt 1950 überhaupt eine Dissertation schreibt? Ja, ich war auch einer der Ersten. Aber das war nicht die Absicht. Ich habe nicht die Absicht gehabt, zu doktorieren. Gar nicht. Ich habe festgestellt, dass in der Architektur, in unserem Kulturraum, eine Periodizität vorhanden ist von Erscheinungsbildern der Architektur, also wie sie uns zeigt,
die sich in der Philosophie immer wiederholt, immer wieder kommt. Damit Sie vielleicht verstehen, was ich meine. Nach der Romanik, das ist ja die starke, kommt dann die Gotik, das ist alles aufgelöst. Nach der Renaissance kam der Barock. Und nachher kam der Klassizismus und die Moderne im Global. Und da stecken wir immer noch drin. Ja, genau. Und das wollte ich wissen, wie der Zusammenhang entsteht. Und so sind diese Dinge da entstanden, diese Einheitswelle. Sie sehen, es geht bei der Architektur, wie sie sich uns präsentiert, geht es ja um Tragendes und Getragenes. Also Tragendes eine Säule und das Getragene da drauf. Und dieser Zusammenhang der Lastabtragung, überhaupt der Darstellung der Architektur, kann reduziert werden, vereinfacht auf eine Urform und eine abgeleitete Form. Das heißt, ein statisches Konzept oder ein dynamisches Konzept. Und das ist ein typisches Beispiel der abgeleiteten Form. Mies van der Rohe macht genau das Gleiche, was die da gemacht haben am Titusbogen in Rom. Die Säule geht an der Last vorbei. Das hat es früher nicht gegeben. Früher hat die Säule getragen. Nicht? Das hat mich dann interessiert. Und Sie sehen, darf ich nochmals die Einheitswelle haben? Wir stecken jetzt hier schon lange. Am Anfang ist eigentlich das Prinzip der Architektur bauen mit statischer Ableitung der Kräfte und so weiter. Das ist eine ziemlich lange Zeit und dann bricht plötzlich die Dynamik ein, mitten hinein. Ich kann jetzt nicht auf Detail eingehen. Und wenn der Ausbruch hier sich überschlägt, wenn es pervertiert, wo wir jetzt zum Teil mittendrin stecken, da ist dann das relativierende Prinzip. Und von diesen Einheitswellen, Statik, Dynamik, gibt es 6 von den Römern bis heute. Und die 6. ist hier. Und das ist, das ist wichtig in einem anderen Zusammenhang noch. Oder wollen Sie da noch? Nein, machen Sie. Da ist eine Folgendes. Wir bekommen Programme, die Studenten Programme, Funktionen, Raumprogramme. Das ist für eine Qualifizierung der guten Architektur nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, dass Sie die sogenannte Empfindungsstruktur eines Baus erfassen. Innen und außen. Was empfinden Sie, wo sind Sie gerne, wo sitzen Sie gerne ab in einem Raum? Wo gehen Sie schnell durch, weil Sie den Raum gar nicht zur Kenntnis nehmen und so weiter. Und das ist das, was mich dann dazu geführt hat, nicht mehr von Follows Function, sondern von Function follows Form. Das Umkehrprinzip. Also dieses Diagramm kann man eigentlich als Versuch einer Regel für die Formfindung betrachten. Ja, eigentlich. Und es ist interessant, nach so vielen Jahren, das war ja, wann war das? 56. Ja, also, ist heute noch gültig, hundertprozentig gültig. Wo sind wir genau jetzt? Ja, wir sind hier in der überschlagen sich ja die, ich meine, jetzt werden Hochhäuser so gebaut, und ich weiß nicht, und so und so. Da ist ja mit dem Prinzip der Urform das Ende. Und ich glaube, alle sehen es gibt heute auch gute Architekten. In Japan, Kiko Take zum Beispiel, und so, die bemühen sich wieder um den Neubeginn. Und der Neubeginn beginnt auch schon langsam. Aber solange die anderen, die immer alles nur schräg machen, weil schräg gar nicht besser ist, unbedingt, das sind schon Leute, die wieder beginnen. Also wir sind jetzt hier
Und ich empfehle euch nicht, vielleicht wieder mal hier zu beginnen. Und Sie selber sozusagen suchen nach diesen Regeln und bauen dann im gleichen Jahr, also ein Jahr früher, 1955, für Ihren Vater dieses Haus auf der Rigi nach diesen Prinzipien? Ja, das ist lustig. Ich bin an meinem eigenen Prinzip zum Teil untreu geworden. Aber das spielt keine Rolle. An sich ist das Rigi-Haus war mein erster Bau. Und mein erster Bauherr war mein Vater. Und das ist eine schlimme Sache. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe da 10 Entwürfe gemacht für dieses kleine Häuschen auf der Rigi oben. Bis er endlich gesagt hat, so machen wir es. Das heißt mit anderen Worten, die Urform der Geborgenheit ist ein Schrägdach. In unserem Kulturkreis ist die flache Kiste überhaupt keine Architektur, für mich nicht. Wir haben mit Studenten haben wir Versuche gemacht, haben in, wo Kisten gebaut sind, haben sie fotografiert. Ich bin nach 2-3 Monaten mit den Studenten wieder durch und habe gesagt, wie hoch war das Haus? Ich habe nicht gewusst, hat das 10 Geschosse oder 8 Geschosse? Da können Sie über Nacht 5 Geschosse draufsetzen, sind immer noch gleich. Das können Sie da nicht. Das Dach ist eigentlich die Ur, der Versuch, die Urform der Geborgenheit des Menschen im Raum darzustellen. Und dann kam aber die Loslösung von der Erdbasis, das ist Siegfried Gideon natürlich. Und dann ab, das Haus soll nicht in dem Boden verankert sein, sondern soll schweben. Und das Haus hat natürlich auch die Grundrisse auf engstem Raum. Sie sehen hier, die Schlafzimmer haben eigene Eingänge links und rechts. In der Mitte schlafen aber die Leute wieder zusammen. Das sind so ganz lustige Dinge, die wir da probieren konnten. Und das Haus ist auf einen Schlag durch die ganze Weltpresse gegangen. Ich weiß gar nicht warum. Aber das Interessante ist, dass Sie hier so zu Gideon argumentiert ja aus einer anderen Perspektive, ja, wenn er über das erhöhte Haus spricht. Ja, genau, es geht ja um Fragen der Hygiene, es geht um Fragen des Verkehrs. Und Sie sozusagen passen das Modell von Gideon in Ihrem zeitlichen Modell ein, aber versuchen natürlich auch auf die Klimafrage einzugehen. Das natürlich, aber das war mir nicht bewusst. Verstehen Sie, die ganze Ökologie und so, das hat es ja gar nicht gegeben zu dieser Zeit. Kein Mensch hat von dem geredet. Da stimmt, keine einzige Vorschrift vom SIA ist da nicht erfüllt. Aber interessant ist, dass wir hier im Winter, wenn es viel Schnee gehabt ist, sehen Sie das Haus nicht mehr. Das ist einfach unter dem Schneehaufen. Wir mussten hier ein Loch graben, damit wir überhaupt zum Eingang kommen. Und das hat mich dann dazu geführt und gesagt, hört mal, wenn ihr unter einem Haus, das in der Luft steht, eine kalte, trockene Luft haben, wie das halt ist im Winter, und sie heizen das Haus, haben sie die kalte Füße, weil die feuchte, kühle Luft entzieht ihnen die Wärme, die kalte Luft nicht, die ist isoliert. Also ich würde sagen, es ist so alles zusammen schon, was nachher in der Theorie einzeln war. Dann gehen Sie mit den Dreieckformen weiter und entwickeln ab den 60er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, das Trigon-System. Das ist ein Bausystem, aufbauen auf einem Dreieck. Wie kommt man eigentlich auf eine dreieckige Form, um einen Entwurf zu generieren? Es ist so, Sie kämpfen ja bei der Situation, bei uns, in unserem Kreis, um die guten Seiten. Und die guten Seiten sind die besonnten Seiten, hier. Nicht in Afrika, aber hier. Und wenn Sie eine viereckige Kiste haben, haben Sie ja immer eine Seite, die schlecht ist, Nordseite. Und ich habe gesagt, wir versuchen, das ist natürlich ein Baukostensystem, aber das Dreieck eignet sich sehr gut für eine komplizierte Situation. Ich glaube, ich habe noch ein Bild vom Trigon. Da sehen Sie, es ist ein schmales Tobel. Da ist die kleine Dolderbahn. Dolderbahn. Und
da war es schwierig, Grenzabstände zu halten und es ist schwierig, wahnsinnig schwierig. Und ich habe gesehen, mit dem Dreieck, mit dem Trigon, dass sie da so frei arrangieren können, kommen sie überall gut durch. Und es hat sich auch bewährt, steht auch unter Denkmalschutz heute. Das hat mit dem zwar nichts zu tun, aber trotzdem, das, ich muss Ihnen den Grundriss nochmals schnell zeigen. Sehen Sie, es gibt einen, der Grundtyp hat, ist ein Dreieck. Und der hat dann hier, kann man die Ecken abschneiden, da ist er gar nicht dabei. Da. Doch, auf der. Ich sehe es dort auf der anderen Seite. Können Sie die drei Ecken abschneiden? In einer Ecke ist die Treppe, die Erschließung. In der anderen Ecke die kleine Küche. Und in der dritten Ecke die Nasszelle. Und in der Mitte bleibt dann ein freier Raum, den Sie einteilen können, wie Sie wollen. Und wir haben mit diesem System ein Feriendorf gebaut auf Menorca zu einer Zeit. Und Sie können Hotels, Schulen machen, alles Mögliche. Es ist also ein Baukasten, bei dem die Häuser keine schlechte Seite haben. Das Haus, das ganze Dorf, nachdem die Keller, die Fundationen, da war eine Tiefgarage, haben wir das ganze Dorf in 6 Wochen aufgestellt. Die Fassaden sind große Elemente, 11 Meter lang, 10 Tonnen. Die wurden einfach so aufeinandergestellt und fertig. Und dieses Bausystem haben Sie mit einem Entwickler entwickelt oder hat das alles im Büro dahinter? Ja, haben wir alles selber gemacht. Alles selber? Alles selber. Und auch die Wände, das sind Lego-Wände, die sind nur so dick, die können Sie heute nicht mehr machen. Das würde nie bewilligt. Also heute sind die Wände so kompliziert aufgebaut. Nein, musste schnell gehen. Ist eine Schule jetzt hier hinten, dann sind hier Hotelzimmer für Studenten. Und vorne waren wir, in diesen dreien waren wir 15 Jahre drin. Da hat mir einer gesagt, hört mal, was machen Sie eigentlich in diesen Spitzen? Da können Sie ja gar nichts machen. Und ich habe dann nachher aber gesehen, weil ich selbst mein Büro hatte hier in der, mit der Spitze. Und jeder Besucher, der zu mir kommt, der ist nicht da vorne gewesen, sondern immer die Spitze. In der Spitze gesessen. Da war er geborgen. Immer. Und die Spitzen und auch bei den Dachschrägen unten, das sind die wertvollsten Raumteile. In der Mitte, das ist nicht so interessant. Gehen wir weiter zum nächsten Bausystem. Das sind dieses Bubble-System, das Sie ab 1975 für den Iran entwickeln. Vielleicht gehen wir hier zuerst zur Konstruktionsgeschichte. Vielleicht können Sie kurz die Technik erklären. Es ist so, das war ein Auftrag im Iran, war noch zur Zeit vom Schah. Also da war er, das ist ein toller Typ gewesen, der hat die ganze weiße Revolution für den Iran Landwirtschaft und so aufgebaut. Und das Ganze in Aserbaidschan im Nordwesten, da waren nur Hügel und Nomadenhütten, waren da vorhanden. Und wir mussten dort eine Stadt entwickeln für 15.000 Einwohner. Und da haben wir uns gesagt, was machen wir da? Und da ist dann, ja, dann ist diese Idee entstanden von den Kuppeltypen. Die haben, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 30 Quadratmeter im Kreis. Und an den Kuppeltypen sind angehängt 2 Röhrentypen. Also immer eine Röhre und eine Kuppel links und rechts oder nur links. Da sehen Sie die einzelnen. Das sind jeweils die 30. Und das ist Folgendes. Natürlich war die sogenannte Akkulturation für mich sehr wichtig, dass die Häuser zu den einzelnen wenigen Nomadenbauten überhaupt passen. Aber wir haben gesagt, wir müssen die ganz eng zusammenstellen, sodass wir einen Haustyp haben, bei dem bei 15.000 Einwohnern die Gehstrecke, das war meine Philosophie, von der Umfahrungsstraße, wir haben keine Straßen in der Stadt selbst gehabt, höchstens 8 Minuten Gehzeit haben.
Also von jedem Haus bis zum Zentrum 8 Minuten. Ja, und auch von der äußeren Erschließungsstraße 8 Minuten. Und da haben wir gekämpft und gezeichnet und haben gesehen, dass aber in diesen Höfen, wenn die ineinander gestellt sind, echt dicht mit den kleinen Höfen, wo die Leute auch noch die eigenen Hühner und Schafe alles haben, dass aber niemand reinsieht vom Nachbarn, kann man das erreichen. Sie haben die Stadtplan nicht. Nein, den Stadtplan habe ich nicht. Ja. Aber das war eine tolle, tolle, tolle Sache. Und auch die, und dann ist noch etwas bei diesem. Sie haben ja dort die Hitze, nicht? Wir haben ja 45 Grad im Sommer. Und der Kuppelbau hat ja eine Eigenschaft, dass die Sonne ja wandert. Und der ist ja nicht das ganze Haus wie bei einem Flachdach. Ist ja immer nur ein Teil beschienen und der andere ist im Schatten. Und wir haben in diesen Kuppelbauten ohne Klimaanlage nichts. Das war ja Low-Cost-Housing. Low-Cost-Housing durfte nichts kosten. Haben wir bei 42-43 Grad Außentemperatur immer noch so 31 gehabt. 10 Grad differenzieren ohne künstliche Klimaanlage. Und dann haben wir hier den Windcatcher. Das habe ich natürlich abgeschaut von eingeborenen Häusern. Das ist immer der in der Mitte hier. Der fängt die kühle Luft oben ein und führt sie durchs Haus hindurch und da wieder raus. Also mit dem Windcatcher und der Kuppel haben wir phänomenale Reize. Jetzt vielleicht nochmals das von Konstruktion. Ja. Wie machen wir das? Das sind nicht die ersten Kuppeln. Sie wissen, in den Erdbebengebieten, Türkei und so, war das ja auch schon aktuell, da haben wir zuerst im Umfang von 30 Quadratmetern kreisrunde Bodenplatte gemacht. Dann haben wir auf der Bodenplatte zuerst einen Ballon, das ist dieser Ballon hier, hingelegt, aufgepumpt. Dann, also vor dem Aufpumpen, noch die Armierungseisen draufgelegt, die Schlaffe, und dann aufgepumpt. Und dann wurde gespritzt, torkettiert. Wir haben ein Haus mit zwei Kuppeln und einer Röhre. In der Röhre ist dann das Essen und Küche und so gewesen. Pro Tag 3 Häuser hingestellt, fix und fertig. Und dann war das alles im Bau und phänomenal, sauschöne Gegend, alles Mögliche. Und dann wurde der Schah aus dem Land gejagt. Und meine Bauherrschaft war ein Minister war dabei, den haben sie erschossen, schlimme Dinge. Und dann kamen die anderen. Und dann war es da fertig. Aber wie haben Sie dieses System entwickelt? Also in Frankreich zur gleichen Zeit entwickeln Sie die sogenannte Architekturpneumatik, wo Sie mit diesen aufblasbaren Gegenständen. Und Sie deuten sozusagen diese Architekturpneumatik in ein konstruktives System um. War das üblich oder? Nein, schauen Sie, es ist so, wenn Sie in einem Raum gehen, brauchen Sie ja bei den Füßen weniger Platz als oben. Also, dass ein Raum so verläuft, ist ja logisch. Und wenn ich in der Mitte eine Trennwand habe, mittendurch, kann ich dort ein Stockbett machen, weil die Höhe stimmt. Also rein von der Nutzerfunktion her ist die Kuppel das Beste, was es gibt. Und ja, wie kommen Sie auf diese Konstruktion, dass dann plötzlich, es ist ja nicht so üblich, dass man als Schalung ein aufblasbares Plastikding verwendet. Ja, das war, glaube ich, nicht so ganz üblich. Aber wieso nicht? Wieso, sehen Sie es so, unten gibt es ja einen Schlauch, wie in einem Pneu. Und der hat einen hohen Druck, der geht da rundherum. Der ist am Boden befestigt, damit das Ganze nicht wegfliegt. Und dann kommt der kleinere Druck für die große Kuppel oben, der einfach die Torkretierung aushalten muss, dass er nicht einbricht. Und dann können Sie die Luft rauslassen. Wir isoliert haben wir nachher von innen. Man kann auch von außen gegen die thermische Isolation. Ja, das ist ein super, super Prinzip. Und wir waren die Billigsten. Die Amerikaner, gleiche, hatten weiter unten gebaut, waren viel teurer.
Und was bei diesen Systemen wichtig ist, ist, dass sie immer zu Stadtstrukturen umgedeutet werden kann. Und deswegen gehen wir weiter zu dieser sehr wichtigen Schrift von 1971, Stadtstrukturen von morgen, die als erste Schrift überhaupt zu Megastrukturen gilt. Sie wurde von Michel Rago in Frankreich stark rezipiert, in England von Rainer Benham. Und darin sammeln sie alle möglichen Großstrukturen der Zeit. Ja, wann entsteht dieses Buch und warum entsteht dieses Buch? Ja, das ist lustig. Schauen Sie, es ist so, das hat mich fasziniert, ja, was die Kollegen da produziert haben. Ich kenne Kiyonori Kikutake, ein Freund von mir in Tokio. Das sind Typen, Metabolismus, das hat mich wahnsinnig interessiert. Was ist Metabolismus? Dann das Clip-on-Plugin-System, das sind ja Denksysteme, das sind alles Utopien, die kann man so nicht bauen. Aber sie geben Anstöße für Erneuerung, für Alterung einer Zelle, einschieben, anhängen und so weiter. Ich habe in Amerika noch ein großes Stück Land, da in Florida, und da wollen wir, wenn wir mal Zeit haben, bis jetzt hat es nicht gereicht, so eine kleine Stadtbarriere über einem See, wir haben drei Seen auf dem Land, mal realisieren und da Trigons reinhängen. Das ist wahrscheinlich auch ein Traum. Es ist ja nicht verboten, dass wir träumen dürfen. Ich glaube, das ist ja wichtig, dass wir das überhaupt, das ist das Projekt hier. Und dann kam aber der Einstieg in die bei den Metabolisten und da entstand die Idee der Freizeitstadt. Da war in Zürich der Walter Jonas, der mit den Trichterbauten, ich glaube, den hat er, ja, der da. Er hat das gemacht, Trichter, und die Wohnräume drinnen und hat außen den Verkehr auf dem normalen gewachsenen Gelände geführt. Das hat mich eigentlich gestört. Ich habe gedacht, die Erde, wo wir draufstehen, ist das wichtigste Gut, das wir haben. Und hat das umgekehrt gemacht. Ich habe den Stadthügel hier entwickelt. Das war Kira Tono in Tel Aviv, das erste Projekt. Also im Prinzip ist ganz einfach. Außen wohnen, terrassiert. Kein Mensch kann einschauen, frei. Und sich umdrehen in der Wohnung und dann ist man auf der Gegenseite im öffentlichen Raum der Gemeinschaft. Und dieses Prinzip habe ich jetzt jahrelang mitgeschleppt, immer wieder propagiert, immer wieder waren wir nahe dran, auch in Zürich. Aber es hat nie so ganz geklappt. Aber ich bin überzeugt, dass wir eines Tages das noch bauen. Es ist da oben, Sie sehen, das oben ist ein Luftkissen und außen sind die Plug-in-Zellen reingeschoben. Das wird man dann einfacher machen, indem man einfach terrassiert baut im konventionellen Stil. Aber das Buch geht eigentlich von einer sehr starken Kritik der traditionellen Stadt aus. Also in Ihren ganzen Einleitungen kritisieren Sie die bestehende Stadt mit ihren sozialen Problemen, Missständen, mit ihren hygienischen Problemen und stellen dann eine Sammlung von Stadthügeln und Projekten aus der ganzen Welt vor. Wir haben Stadthügel gemacht. Schauen Sie, für mich ist der Hügel, das ist eine ganz wichtige philosophische, in Anführungszeichen, Auffassung. Der Hügel ist eine Urform der Natur. Die Natur baut keine senkrechten Hochhäuser. Das ist Hügel, nicht der Hügel. Und beim Hügel kommen Sie mit weniger optischer, empfindungsmäßiger Höhe, kommen Sie zu mehr Ausnutzung. Also das war der Ausgangspunkt. Ich wollte keine Kisten, sondern Hügel. Und wollte auch die Öffentlichkeit ganz nahe an die Privatheit heranstellen. Also back to back. Und das ist nur im Hügel möglich. Und das sehe ich. Wir haben auch ein paar Mal den zweiten, dritten Preis gemacht, auch, aber nie zur Ausführung. Und die, ich habe dann gesehen, dass auch Archigramm, zum Beispiel Peter Cook ist ja Archigramm, die Engländer,
Die haben auch tolle Konzepte da mit den Ritterstädten, Raumstädten und so. Aber kein einziger kam auf die Idee, öffentlich und privat ganz neu zusammenzubringen, ohne dass man sich stört. Denn ich bin ein Vertreter extremer Privatheitsschutz. Ich bin auch der Meinung, sollte jeder von uns in einem eigenen Haus, klein, groß oder so, wohnen und nicht abhängig sein von anderen, einfach dort, und wenn er nicht mehr will, zieht er aus. Die Amerikaner machen das. Ja, ich möchte nochmal zurück nach 71. Also, Sie sind in Zürich. In Zürich bauen Leute, sagen wir, wie Franz Fürck, Ernst Giesel, und Sie kommen dann mit diesem Buch, sammeln Projekte aus der ganzen Welt, haben in diesem Buch sehr viel Erfolg, aber das Buch ist komplett im Gegensatz zu dem, was in der Schweiz damals produziert wird. Wie kommt man auf ein solches Projekt? War das ein Bedürfnis, eine Lust? Waren da Kontakte vorhanden? Wie entsteht eigentlich so ein Buch? Ja, das kommt schon auch vom Reisen. Ich habe ja 17 Jahre in Afrika gebaut. Das war eine der schönsten Zeiten, die wir hatten. Es ging natürlich los dort mit Kirchenbau. Wir haben zwei Kathedralen gebaut, eine konnte da noch. Und wenn Sie in einem solchen Land mit solchen Räumen, offenen Räumen herumgehen und sehen, was, wir werden das noch ein paar Worte sagen, da kommen Sie auf die Idee, dass in Europa die Bauerei mit der Verhäuselung, so jeder macht sein sicher nicht die Lösung sein kann. Das ist, wir müssen versuchen, dichter zu bauen und die Freizeit oder der Einkauf oder Shopping oder was halt da ist, alles da drin, nicht wieder draußen wieder mit Fahrzeugen, sondern zu den Leuten zu bringen. Es ist dann auch so, dass unter der Hügelstadt ist dann auch der Verkehr, die Tiefgarage und so weiter. Wir waren in Tel Aviv sehr nahe dran. Wir haben einen guten, tollen Privatherrn gehabt, einen Israeli, der wollte es realisieren, ist dann irgendwie mit den Kosten nicht mehr ganz richtig gekommen. Schauen Sie, die Schweiz, ich möchte nirgendwo sonst wohnen, in der Schweiz wohnen, aber in der Welt bauen. Das ist eigentlich das Prinzip. Und ich würde sagen, das Beste, was euch Studenten passieren kann, wenn ihr das Diplom habt, dann die frische Luft und in die Welt raus. Es gibt so viel zu tun auf der Welt. Und da haben sie weniger Bauvorschriften. Wir haben in Afrika, hören Sie mal, in Afrika, die Engländer, das waren ja... Was machen wir nachher, Afrika? Das ist gut? Afrika machen wir nachher. Das ist gut. Ich möchte noch mal ganz kurz zu diesem Buch. Wie entsteht das? Hatten Sie einfach Zeitschriften, die durchgeblättert haben? Oder sind Sie nach Amerika, England, Russland gereist? Oder haben Sie diesen Leuten geschrieben? Oder wie kommt das ganze Material in dieses Buch? Alles zusammen, ja. Sie haben die Leute gekannt. Alles zusammen. Es ist so, es hat mich also, ich habe mit vielen Kollegen korrespondiert, mit den Deutschen, in Frankreich. Mit Tragon und Friedmann. Und die haben mir Dinge geschickt und ich habe einfach immer, Walter Jonas hat auch gute Beziehungen. Wir haben ein Büro, gemeinsames Büro in Zürich gehabt, Jonas und ich. Und er hat immer so gemacht und ich immer so. Aber das war nicht schlecht, weil auch in der Presse, verstehen Sie, nur den Trick. Ja, übrigens habe ich dann in der Hordau. Sie kennen die Hordau, da ist ja unten da die Türme. Eigentlich noch die schönsten Hochhäuser in Zürich, die es gibt. Da war ein Wettbewerb. Und ich habe gesagt, Hochhaus, weil ich für das Wohnen im Hochhaus kann ich nicht empfehlen. Das belastet den Menschen, es gibt psychische Schäden, Wohnen. Und dann haben wir einen Trichter in den Boden reingelegt und haben eigentlich die Jonas-Idee übernommen, innen, und haben außen nur eingeschossige Läden gehabt. Wir haben den zweiten oder dritten Preis gehabt, der Stadtbaumeister hat mir gesagt, das können Sie nicht bauen, das kann man nicht bauen. Das ist ja blödsinnig, natürlich können Sie das bauen. Aber verstehen Sie, diese Vorschriften gibt es in Afrika nicht.
darum habe ich das vorher gesagt. Sie sind in der Schweiz, gefällt es mir wahnsinnig gut, aber bauen schon eher draußen. Und das können Sie dann tatsächlich mit dem Schwabylon. Und Schwabylon ist das ein großes Aufkaufszentrum, das als erste und letzte Pop-Architektur von Süddeutschland betrachtet wird. Aber was mich eigentlich zuerst, bevor wir da auf Schwabylon eingehen, interessiert, Sie sind auch für Silberkugel tätig. Ah, die Silberkugel, ja. Ja, schauen Sie, es ist so, wenn Sie das Diplom gemacht haben an der ETH, haben Sie das Gefühl, die Welt ist offen, jetzt wissen Sie alles. Und da habe ich den Bauherrn gehabt von Mövenpick, der Ueli Prager, das ist der reine Inhaber Mövenpick. Und der hat mir gesagt, du musst mal zuerst lernen. Nach so vielen Jahren Studium lernen, hat mich nach Amerika geschickt. Ich soll dort Gastro-Einrichtungen. Und da war ein Amerikaner, der hat spanische Nüsse verkauft. So. Der hat heute 200 Restaurants in New York allein. Und der hat diese Bars gemacht, wo man an der Bar isst und nicht in Raum. Und das musste ich studieren und habe dort tatsächlich Schubladen für Bestecke abgezeichnet und gehört, was geht mit dem Schmutzgeschirr, wo geht das durch, bis die mich rausgeschmissen haben, weil ich habe gezeichnet. Und dann habe ich gesagt, ich komme von der Presse, das aber nicht Presse, Presse haben wir schon gehabt. Da musste ich von Haus zu Haus und am Schluss haben wir in Zürich die erste Silberkugel. Der Name kommt nicht von mir. Aber sozusagen in diesen 60er Jahren beginnen Sie systematisch, ja, einerseits auf der einen Seite diese Organisation von Freizeiteinrichtungen, ja, und auf der anderen Seite diese Projekte und dann bauen Sie Schwabylon. Was ist das für ein Projekt? Ja, das war ein toller Bauherr, Einzelbauherr. Der hat, ich weiß nicht wie viel, 1000 Wohnungen, alte Häuser und schon in Deutschland gehabt, in München, Umgebung und so weiter, Nürnberg überall. Und der hat, und da standen Hochhäuser. Die waren schon da. Und zwischendrin, zwischen den Hochhäusern, die hier fertig waren, und der Straße, war ein Loch, war es offen. Und er hat mir gesagt, bauen Sie mir da unter diese Hochhäuser eine Freizeitstadt. War natürlich faszinierend, logisch. Da habe ich gedacht, wenn die Leute dann schon nicht reingehen vielleicht oder so, mache ich wenigstens eine Sonne, dass da die Sonne scheint. Und der Container ist aber geschlossen. Es hat dann eine Eishalle gehabt und Restaurants. Jetzt haben wir den Plan hier. Ja, also, sehen Sie, eine tolle Sache, ja, alles zusammen, integral und so. Und die Idioten, wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben nach 5 oder 6 Jahren das Ganze abgebrochen und haben eine Versicherung da reingesteckt. Katastrophe. Das ist für euch auch lehrreich. Da ist ein Bauherr, der hat das Haus in der Mitte, wir haben eine Agora gehabt hier auch und so, hat er mit kleinen Boutiquen vermietet. Und ich habe da schon dann, verdammt nochmals, weil die Boutiquen bezahlen die höchsten Preise, Mietpreise, mit denen hat er es finanziert. Die Eishalle war, das war hier, die Schwimmhalle war hier, da sind die Läden gewesen. Und die sind dann pleite gegangen, die Läden. Die haben zu wenig Frequenz gehabt. Und da war die Rendite nicht mehr da. Und dann kam ein Winterthur, die Versicherung, und hat gesagt, weg mit dem. Und haben dann das Renditeobjekt reingeschoben. Das ist eine Katastrophe. Wie entwirft man so ein Zentrum? Das ist ja ähnlich vom Konzept her wie diese Freizeitstätte. Ja, ja. Und wie wurde das organisiert? Also man sieht, irgendwo in der Mitte ist der Marktplatz. Oder wie haben Sie das entworfen? Ja, wir haben alles drin gehabt, was dazu gehört im Prinzip. Das Ganze, nur damit Sie die Größenordnung, das kostet heute, wir haben ja jetzt so ein viel größeres im Bau da bei Basel, hat gekostet 65.000 Mark. Fix und fertig.
Das kostet heute über 200 Millionen. Nicht? Da sehen Sie auch die Entwertung von und die Kostengrößen. Und der hat das selbst finanziert. Der hat keine Bank gehabt. Und dann kam die Rendite nicht mehr und dann ging es schwieriger. Schluss. Aber warum ist das Ganze geschlossen? Also warum muss es eine geschlossene Form sein? Ja, ja. Da schauen Sie es so. Wir haben zu viel geschlossen. Das war auch unser Fehler. Ich habe außen was toll. So. Aber zu wenig Licht hineingebracht. Das war unser Fehler. Wir haben es wohl in der Eishalle haben wir Tageslicht gehabt, in den Restaurants auch, waren auch im Swimmingpool, aber da nicht mehr. Und das war eigentlich unser Beitrag an den Fehler. Wir haben dann einen neuen Mieter gehabt, eine Kunstakademie, die wollten da rein, waren tipptopp. Und Antiquariate mit Kunst und so, wäre wirklich ideal gewesen. Aber die Versicherung hat mehr bezahlt. Aber Sie kommen zu diesem Projekt. Wer macht das Programm und wer organisiert Niemand. Das Programm? Schauen Sie, es ist so, ich bin seit Jahren, machen wir die Programme selbst. Wir gehen durch das Land, machen die Augen auf und schauen, wo ist ein altes Industrieareal oder irgend sowas, wo das nicht mehr rentiert, in der falschen Zone liegt und so. Und dann gehen wir zum Eigentümer, in Zürich, in Bartel, wo wir jetzt bauen, war das Henkel International, und haben gesagt, hört, ihr könnt das nicht mehr brauchen. Die Produktion ist ausgelagert, ist nur noch die Verwaltung dort. Wir bringen euch ein Projekt für das ganze Land mit bei Bewilligung. Ihr müsst nichts bezahlen, aber ihr dürft nicht verkaufen. Da haben wir solche Verträge gemacht und nach etwa 5-6 Jahren, die haben immer noch Standby, haben wir tatsächlich mit der Volksabstimmung die neue Zone gehabt und bauen jetzt, das sind 220 Millionen da oben. Aber was ist dann das Ziel? Ist das Ziel zu bauen oder ist das Ziel... Das Programm mache ich selbst, wissen Sie warum? Weil ich nicht gern habe, wenn ein Bauherr, der nichts versteht, Programme macht. Da wollen wir so viel Quadratmeter. Das ist unsere Verantwortung. Wir müssen gut überlegen, was dürfen wir für den in die Planung reinnehmen, dass er nachher auch finanziert. Da sind Sie natürlich viel intensiver gefordert und müssen auch immer wieder ändern, anpassen. Es gibt auch schlaflose Nächte, wenn Sie da so ein Programm machen, weil Sie müssen dafür gerade stehen. Aber ich muss niemand mehr fragen, ja, auch bei Wettbewerben. Hören mal wir haben viele Wettbewerbe früher gewonnen, Kirchenbau und so. Wir haben nicht ein einziges Projekt nach dem Programm des Wettbewerbs gebaut. Da ging es erst los, nicht? Da haben wir gesehen, das ist nicht richtig, das kann man anders machen. Und so bin ich drauf gekommen, nicht mehr auf Bauherren warten, sondern selber entwickeln. Gut, dann gehen wir nochmal hier in diesem Plan. Wenn man den Plan nämlich anschaut, hat man das Gefühl, dass es der Wunsch nach einem traditionellen Stadtzentrum ist, mit dem Marktplatz in der Mitte, darum herum die Eisbahn, ja, der Schwimmbad, die Läden und das Restaurant. Und dann schließen Sie das Ganze ab. Also ist irgendwie der Wunsch, ein traditionelles Dorf, das jedem Klima trotzen kann, in dem man den ganzen Tag verbringen kann? Und was ist das für ein Bild, ein Menschenbild, das dahinter steckt? Ja, das ist eine gute Frage, klar. Das hat natürlich eine überschaubare Dimension. Meine, in einer größeren Ordnung würde ich das auch nicht so machen. Ich meine, das Dorf, ihr habt ja hier Folgendes, ihr habt nicht ein Dorf, eine ganze Stadt. Und jeder hat Tageslicht und da ist ja, wow, das sind ja Dimensionen, die ich nicht verstehe. Also ich bin heute Morgen da rumgeirrt, da in der Garage unten. Früher hat man eine Stadt am Kirchturm abgelesen. Da konnte man wissen, ah, da ist wahrscheinlich ein Zentrum. Kirche, da sehen Sie, das ist eine ganz kleine Kirche. Die haben wir in der Nähe von Zürich, Kanton Thurgau, Hüttwilen. War ein Wettbewerb mitten in einem Bauerndorf. Also es sind so solche Häuser. Sauschön.
Und da habe ich gedacht, da kannst du nur rein mit deiner Form, die dazu passt. Aber von Weitem sehen sie den Kirchturm. Und der ist dann erst noch falsch gebaut worden. Ja, es ist so, bei Kirchenbauten haben sie ja nicht Gelder zur Verfügung, wie man will, sondern haben sie örtliche Baumeister und so. Und die können zum Teil Pläne nicht lesen. Das heißt, wir bauen ja auch alles so ein bisschen schräg und so. Und der hat dann falsche Fundamente gemacht für den Turm. Da stand ich von einem Tag auf den anderen vor der Wahl, aufhören, ändern, bezahlt niemand, aussteigen. Und da habe ich gedacht, das ist ein Fingerzeig, dass der Turm noch nicht gut war. Und wir haben auf falschen Fundamenten dann einen Turm gebaut, der so ist. Viel besser geworden. Und ich habe am Schluss dem Bauherrn gedankt, habe gesagt, hört mal, ja, nicht bloß ich habe Glück, habt ihr auch, wir haben eine schönere Kirche. Aber Sie machen parallel eigentlich zwei Projekte. Auf der anderen Seite diese zukunftsorientierten Stadtstrukturen von morgen mit Shopping Mall und Kommerz auf der anderen Seite. Und gleichzeitig kann man in Ihrem Werk eine Auseinandersetzung mit dem Kirchenbau. Wie kommen diese zwei Aufgaben? Das eine ist sehr vergänglich, auf Geldwert orientiert, das andere die traditionellste Aufgabe in Europa. Wie bringt man diese zwei Welten eigentlich zusammen? Nicht, was ist so, der Kirchenbau ist die schönste Aufgabe für einen Architekten, das ist gar keine Frage. Aber es ist ein Hobby, da können Sie kein Geld verdienen. Das muss man nebenan passen, nebenan bauen. Da kommen drei wichtige Kategorien der Ansprüche an die Architektur zusammen. Da haben Sie eine Zweckfunktion, ist ja logisch. Funktion praktischer Gebrauch. Dann kommt eine zweite dazu, das ist die Gestaltfunktion. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, eine Empfindungsqualität. Und da kommt das dritte, eine geistige Funktion. Das ist die Sinnvermittlung. Eine Kirche muss erkennbar sein und empfunden werden können als Kirche. Bedeutung, Sinnvermittlung. Und diese Synthese von drei so verschiedenen Qualitäten in einem Bau und dann erst noch ein kleiner Bau, das ist absolut faszinierend. Das ist das Schönste, was Sie machen können. Also wenn Sie mal Glück haben, an die Kirche, an den Kirchenbau zu kommen, müssen Sie alles andere weglegen und müssen dort beginnen. Denn das ist die Urfunktion, die ich in Afrika gelernt habe, das sehen wir nachher noch, diese Symbolwirkung, für die in Zürich kein Mensch Verständnis hat, die wissen nicht mal, was das ist, das habe ich dann in Afrika gelernt. Und das kommt ja beim Großen, das erklärt der Kleine und da kommt dann noch ein Großer. Genau, aber daneben machen Sie das Shopping Mall und für das Shopping Mall gibt es diese Funktionen nicht, das gibt dann nur die praktische Funktion. Oder ist ein Shopping Mall auch ein Ort, in dem eine gewisse Geisteshaltung dargestellt werden muss? Ja, Sie haben schon recht. Heute ist es ja so, aber mit einem... Bernd Westside ist ja jetzt eines der größten Shopping Liebeskind. Und der macht ja das Gleiche, ob er für das Museum hat oder eine Kirche. So. Ich glaube, das ist ein guter Mann, aber da stimmt es nicht mehr. Und jetzt haben sie in Ebikon, wo das Ebisquare war, auch ein großes neues Shoppingcenter, jahrelang gesagt, dass der Kauflustraum, den haben wir als Kategorie auch mit den Studenten gehabt, Kauflust. Kauflust muss hergestellt werden durch Atmosphäre, durch Visualität, durch Töne, Gerüche sogar, Gerüche und so. Die haben jahrelang an dem ein tolles Prinzip gemacht, samt Video und alles Mögliche. Jetzt vor drei Wochen kam ein Franzose, der hat das ganze Projekt gekauft, alle rausgeschmissen, hat gesagt, wir bauen zum Verkaufen. Schluss. Jetzt, da kann man guter Treu und Glauben beides sein.
Liebeskind hat ja auch eine einen Schwimmspiegel, da haben wir auch in Botteln. Da wird es dann schwierig. Verstehen Sie, wenn Sie mit einer Familie, ich komme jetzt ein bisschen auf zwei, drei Worte zu dem, 45, 50 bis 100 Franken bezahlen müssen, haben noch zwei Kinder und Sie wollen mal 4 Stunden baden und schwimmen, dann wollen die nicht mit Architektur konfrontiert sein, sondern sie wollen Atmosphäre. Sie wollen Freizeit, sie wollen sehen, was ist grün, sehen die Sonne und so Zeugs. Da ist der Architekt auf eine ganz andere Art gefordert. Da muss er quasi sich einfühlen, wo würde ich gerne hinsitzen. Ich habe immer bei meinen Bauten, aber auch bei Einfamilienhäusern immer gesagt, wo sitze ich jetzt am liebsten hier auf diesem Grundstück. Und dann ein Baum dort vielleicht, da sitzt man hin, da kommt das Wohnzimmer. Also diese ganze Eingliederung, Einfühlung ist schon, wie Sie sagen, ist auch für den Einkauf wichtig, aber auf eine andere Art. Und gleichzeitig, wie Sie in im Zürcher Oberland bauen, sind Sie in Afrika. Wie kommen Sie zu diesen Aufträgen? Ja, also Afrika, da hat mich ein Kollege, ein Künstler, so lange bearbeitet, immer wieder, der war dort viel. Sie wissen ja, viele gute Künstler waren in Afrika und haben dort, am Schluss habe ich auch viel profitiert davon, ich soll mal kommen. Und da habe ich den Auftrag bekommen von Rom her, einen Pilgerweg in Uganda zu machen für die ersten afrikanischen schwarzen Martyrer. Die sind ja dort umgebracht worden. Es waren ein paar Stationen, wir haben da 6 oder 7 Kirchen, kleine Kirchen geplant. Und eines davon ist dann das größte hier. Das ist der Namugongo, die Kathedrale, geworden für über 1000 Plätze als da unten drin. Und das hier Innenraum, wenn Sie den sehen, das ist alles Mahagoniholz, ist natürlich, das sieht man hier nicht, aber immerhin. Und da ist Folgendes passiert, weil ich will das Ihnen sagen. Wenn Sie in Afrika bauen, also nicht bei den jungen Leuten, die in London studiert haben und wieder zurückkommen oder nicht mehr zurückkommen, sondern mit den Urbevölkerung, das war eine Situation mitten im Busch. Im Busch, da war nichts da. Busch, 1000 Leute. Und da haben wir gedacht, und da, wir haben eben vorher eine andere, die haben wir nicht da, das ist die Namugong, die Mithyana-Kirche mit den 3 Kantenkegeln. Das war so eingefühlt mit dem Trommelturm und so in die Landschaft. Und da ist der jetzige Kardinal Subuga, das war mein Bauherr dort, der hat gesagt, das wollen wir da nicht mehr. Es muss moderner sein als in Europa die letzte moderne Kirche, moderner. Und da war ich wusste echt nicht so recht, wie sollen wir da weiterkommen. Die wollen die Einfühlung, die Akkulturation eigentlich gar nicht. Sie wollen modern, anders sein, besser als wir. Und da war genau der Zeitpunkt, wo, das haben Sie wahrscheinlich nicht mehr, die Apollo 8. Apollo 8. Die Rakete. Ja klar, die Rakete. Und die hat ja genau die Form gehabt. Und da habe ich gedacht, wie kann ich jetzt die überzeugen, dass es noch moderner ist? Da haben wir die Apollo 8. Und mit dem habe ich das Projekt den Klerikern verkauft. Kommt oben das Licht rein und so weiter. Aber da war etwas anderes passiert. Diese Urbevölkerung, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Die haben ein extremes, fantastisches Verhältnis zum Symbolismus. Symbole, Bausymbole, Verhaltensweisen. Das Königsgrab in Kampala ist ein unglaublich schöner Bau mit primitiven Mitteln, aber sauschön. Und da haben wir gesagt, weil wir auch das Geld wurde von Europa beigebracht, die haben kein Geld. Die haben nur, ich habe in der Baukommission waren da 12, 13 Leute, alles Schwarze. Ich habe nur Schwarze Architekten, alles so.
Und da war einer bei einer Präsentation, da haben wir schon die Fundamente drin gehabt hier, von diesen Pipeline-Rohren. Und der hat immer gezählt. Der hat gezählt, hat er, verdammt nochmal, was zählt der so genau? Und da kam er zu mir und hat gesagt, wieso das ein Architekt von Europa, der meint, der könne es besser, da unten nur 20 Pipeline-Rohre macht. Dabei haben wir 22 Martyrer. Wissen Sie was, die haben den Bau gestoppt. Da haben wir gesagt, das sind Symbole hier, die wir einzeln dann bezeichnen. Alles neu. Und dann habe ich gefragt, ja, wer bezahlt das? Ja, das geht Sie nichts an, das sagen wir Europäer, wenn wir schon Fehler machen. Da sehen Sie nur, da geht es vom Symbolverständnis am Schluss zu den Kosten. Wir haben die Fundamente alle neu gemacht und neu gebaut. Und das Material, das haben Sie kurz gesagt, also es gibt die, sind das wirklich Pipeline-Rohre? Pipeline-Rohre, das sind die da. Ja, die waren auf dem Markt vorhanden dort in Ostafrika. Und dann haben wir einen Hut darunter gebaut, der ist aufgehängt an den Rohren, außen mit Kupferblech und innen mit Mahagoniholz, sau schöne Sicht, und oben das Licht. Das ist Sanafil verkleidet, da kommt das Licht rein, oben runter. Ah ja, und dann ist so, dann war der Papst Paul VI. War da, der die Konsekration vornahm, weil das ist in ganz Ostafrika die größte Kathedrale, der hat die konsekriert. Am Tag vorher, bevor der Papst kam, haben sie mich verhaftet da unten. Wir haben gefilmt für die Studenten. Da habe ich so in romantischen Kisten, so Kasernen, haben die gewohnt da mit dem Lüser. So. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, lass mich doch frei. Was soll ich mit dir? Ich muss morgen in das Modell abliefern von der ganzen Sache. Und dann habe ich mich da durchgeschlagen und es kam dann ein Offizier und der konnte ein bisschen Englisch und dann wurde dann wieder freigelassen. Gut. Ich sage Ihnen nur, solche Dinge sind absolut wertvoll. Verstehen Sie das? Das müssen Sie alles erleben, sonst sind Sie kein Architekt. Und das muss man auch erleben, sozusagen. Das Ferrohaus, das war auch ein Kampf. Ja, das war. Das ist 1970, das Projekt, das alle kennen und das wahrscheinlich auch zum Teil kritisch begutachten. Was ist die Geschichte dieses Hauses hier? Also, das Ferrohaus war ein Glücksfall für mich. Es war der Bau, ein Einzelbauherr dort am See. Das war eine Spezialbauordnung, die hat eigentlich gesagt, 2-3 Geschosse so und dann zurückgesetzt, oben noch 2 drauf. So wie früher in New York, ganz am Anfang die Stufen. Also so eine Stufen, eine Art Mastaba, unten ein Sockel und darüber ein zurückversetzter Baukörper. Das war die Bauordnung. Das habe ich dann auch, ja klar, Spezialbauordnung am See. Und dann habe ich in meinem Büro, wir haben miteinander geredet und so, und habe gesagt, hören Sie mal, das geben wir so ein, aber das bauen wir nicht so. Und das haben alle gewusst und die haben alle mitgespielt. Und es war ein toller Stadtbaumeister deiner Zeit, der hat auch Verständnis gehabt für solche Dinge. Und dann haben wir um den Bau herum das abgeschirmt mit so Lumpen, mit so Bambalage, dass man nichts sieht. Und haben hinter der Abschirmung die Pyramide gebaut. Da habe ich einen Bauschlosser gehabt, stell dir mal vor, einen Schlosser. Der hat das Gurtenstahl, das ist ja eine asymmetrische Pyramide, hat den Gurtenstahl vor Ort zusammengeschweißt zu dieser Form. Das ist ja alles schräg, unglaublich. Diese Unternehmer gibt es auch nicht mehr. Das ist einfach die Zeit vorbei. Und die Idee war aber eine ganz andere. Ich habe gesagt, mir selbst, an dieser sensationellen Lage am Zürichsee darf ich doch keine Gardekiste bauen. Da ist das ein Sonderfall, den man ausnützen muss, indem man die Räume zum Himmel öffnet. Also dass man nach oben empfindet, nach oben sieht.
Und wenn Sie mal die Sonnen- und Mondpyramide da in Mexiko sehen, wenn Sie dort gewesen sind, diese Riesendinger, da sitzt man ganz gerne dabei. Wenn das Hochhäuser sind, sitzt niemand dort. Also diese Pyramide soll einen neuen Maßstab setzen, soll den Außenraum für den Menschen humaner gestalten. Und der Bauherr hat mitgemacht, hat alles mitgezogen. Und dann kamen die Lumpen weg. Und da habe ich mich verkrochen, das kann ich Ihnen sagen. Was da alles in der Zeitung stand. Aber ich habe gedacht, die können das nicht mehr abbrechen, das steht. Und heute steht es unter Denkmalschutz. Das ist nur für Sie wichtig, dass Sie das auch wissen. Wenn Sie Ihre eigene Überzeugung sagt, diese Vorschriften sind blödsinnig, dann müssen Sie halt etwas anderes machen und müssen riskieren, dass Ihnen eins auf den Schädel kommt. Aber die Form, die daraus entstand, war die bedingt durch die Orientierung, durch die Lage, durch die Silhouette am See. Und das Licht. Und das Licht. Und das Licht und kein Vertikale, sondern schräge nach außen. Dass der Stadtraum sich öffnet zum Himmel und dass ich den Himmel sehe. Ja, und jetzt ist ja eine Klinik drin, unten da, die unteren Geschosse. Und das ist so eine Schnellklinik, wissen Sie, wo Sie fast keine Betten haben. Die Leute, die operierten, können schon nach 2-3 Tagen wieder heim. Und da hat der Chefarzt, mit dem wir jetzt in Kontakt sind, wegen im Nahen Osten, im schwimmenden Hotel, kommt ja noch, der hat mir Folgendes gesagt. Das habe ich gar nicht gedacht. Er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, ja, hören Sie mal, unter diesen schrägen Räumen können Sie auch keine Klinik machen. Patienten, die bei ihm, Kieferoperationen und so, im Bett liegen 2-3 Tage, seien schneller gesund als in einer geraden Kiste. Ich habe es nicht gesagt, sondern der Chefarzt. Und das hat mich natürlich schon aufgeregt. Das sind Aufsteller, das können Sie ja vorstellen. Nicht? Aber bei diesen pyramidenförmigen Bauten, es war ja auch bei der Freizeitstadt, war ja diese Pyramide. Ist da der Wunsch nach einer individuellen Aussicht, die nicht gestört wird, also damit das Gefühl von Stapelung nicht aufkommt und ein unmittelbarer Bezug mit der Umwelt geschieht? Oder was ist eigentlich der Wunsch dieses pyramidenartigen Zurückstufens? Ja, es ist also schon die Maßstäblichkeit, nicht? Wenn Sie die gleichen Quadratmeter übereinander stapeln, so haben Sie das Empfinden, der Bau sei höher. Er ist nie fertig. Verstehen Sie, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, wenn Sie so einen Bau haben, und es ist einfach so, da können Sie über Nacht, können Sie 2-3 Geschosse draufsetzen, das sieht gar niemand. Da können Sie nichts mehr draufbauen. Das Haus ist oben fertig, durch die Schräge. Und man empfindet um die Pyramide herum, ist wahnsinnig gemütlich. Sie sieht, da sitzt, da ist noch eine schöne Geschichte. Henry Moore ist ja klar Begriff. Sein Schieb, das große Schieb, hat ja da mitgestiftet auch und die Stadt Zürich hat es bezahlt. Sie haben ihm den Auftrag gehabt, gesagt, er könne ein Grundstück aussuchen für das Schieb im Hafenbecken von Zürich. Und der kam am Schluss tatsächlich zu mir und hat gesagt, er möchte in der Achse dieses Hauses das Schieb hinstellen. Das hat mich auch aufgestellt, das kann ich Ihnen sagen. Und wenn Sie das unten sehen, wie das Schieb, das Große und die Pyramide, das ist wie ein absoluter Dialog permanent. Und jetzt kommen wir zum letzten Projekt, bevor wir für Fragen die Diskussion öffnen. Dieses Pearl of the Sea, das ist sozusagen ein zeitgenössisches Projekt, das Sie zeigen wollten. Das war der Kompromiss, den ich gemacht habe. Ich habe alles wählen dürfen, nur das letzte Bild nicht, damit wir sozusagen auch hier vielleicht nochmal die Beziehung zwischen diesen zeitgenössischen Projekten und dieser Geschichte Ihres Werdegangs herstellen können.
Wollen Sie kurz auf das Projekt eingehen? Ja, es ist sehr kurz gesagt, aber seit etwa 15 Jahren bin ich an diesem Projekt. Schauen Sie, es ist so, das ist jetzt hochaktuell geworden, da in Dubai und überall, weil der Meeresspiegel steigt. Und der wird auch weiter steigen. Also das ist eine neue Erkenntnis, habe ich nicht gehabt, als wir das entwickelt haben. Da waren andere Prinzipien. Ich habe gesagt, ein solches Objekt, oben Wohnen, Hotel, ist natürlich Luxus hier. Und unten im Erdgeschoss Restaurants und Konferenzen und so weiter. Und hier im Schwimmkörper eine Luxusklinik für Schönheitsoperationen und so weiter. Und oben auf dem Dach das Freizeitdeck mit Golf und alles Mögliche. Das passt zu Leuten wie den Scheichs da. Wir haben ein Büro da unten. Es kann nicht genug kosten, aber das war nicht der Ansatzpunkt. Ich habe denen gesagt, hört mal, eure Palmen, die da im See draußen, in der Meer draußen sind, die sind eines Tages unter Wasser, alle. Das erleben wir nicht mehr, aber eines Tages kommt das. Und wir wollten eigentlich für so ein Objekt, weil das hat angefangen in Kairo, mitten dort beim Nil, wo der Springbrunnen ist. In Griechenland haben wir im Hafen von Athen haben wir auch eins gehabt. Überall in Südamerika waren wir vor dem Abschluss der Verträge mit der Regierung unabhängig sein. In so einem Schwimmkörper, das ist ja kein Schiff, sondern es ist ein schwimmender Körper, der hat eine Dreipunktverankerung. Es bewegt sich natürlich. Und den können Sie, wenn es nicht mehr passt, oder wenn die Leute oder das hier nicht mehr die richtige Situation ist, können Sie es wegziehen. Wir haben dann vorgestellt, dass man den Schwimmkörper hier am Land macht. Das sind fertige Betoncontainer mit dem nötigen Auftrieb, Ausgleich, Flutertanks, sodass das nicht schräg steht. Und haben die Hotelzimmer nach außen, sind ein bisschen beschattet. Und in der Mitte ist ein großes Atrium. Das Atrium kann man in heißen Ländern, da wieder im Mittleren Osten, abdecken und klimatisieren. In St. Petersburg, wo wir auch ein Projekt haben, dort brauche ich das nicht, da haben wir ein paar Sonnensegel. Es ist eine integrierte Struktur, die kontrollierbar ist vom Eingang her. Die haben eine Schwimmbrücke hier, die können Sie schließen, wie früher bei den alten Burgen, Hängebrücken, können Sie zumachen. Und auch die Kriminalität ist natürlich immer wieder ein Punkt. Auf dem Meer sind Sie allein und können stören, können zumachen. Also das ist ein Projekt, das ich jetzt seit über 15 Jahren mitschleppe und noch nicht realisieren konnte. Aber diese Projekte wurden auch, also es gibt ja von Ihren französischen Kollegen, die haben ja diese Städte in Monaco geplant in den späten 60er Jahren, ihre japanischen Metabolisten-Kollegen haben das. Es waren Projekte, die sozusagen auf Bevölkerungswachstum, auf Metabolismus, auf Erneuerung. Auf Erneuerung, das waren auch Projekte, die sozusagen vor der Energiekrise stattfinden. Stimmt. Und Sie übernehmen diese Projekte eigentlich als Lösung. Da fließt das schon viel ein. Wir haben hier auch wieder keine Vertikale. Wir haben die Schräge, jetzt haben wir die Schüssel. Das ist wie bei Jonas auch wieder die Schüssel, nicht? Aber keine Geraden. Und haben den großen Raum in der Mitte. Das finden dann auch Theater und Aktionen statt, wo sie von den Gängen zu den Zimmern runtersehen, dabei sind. Also diese Mischnutzung von Gastronomie, dann von
Chirurgie, Kieferchirurgie oder Augchirurgie, wo man sich schön macht und ein Geschoss höher ist man schon wieder in der High Class. Das kommt schon alles ein bisschen von diesen 60er Jahren. Ja, klar. Okay, jetzt möchte ich das Mikrofon weitergeben, falls von eurer Seite noch Fragen sind, also ganz konkrete Fragen zu einzelnen Projekten oder vielleicht zum Architektenberuf oder sonstige. Vielen Dank. Inwiefern ist Buckminster Fuller auch eine Inspiration? Der hat auch die Triton City, so eine schwimmende Stadt. Buckminster Fuller, inwiefern? Ja, super. Buckminster Fuller, super. Bucky ist ein toller Typ. Verstehen Sie, der kommt ja von der Funktion her. Vom Bau, also auf meinem Grundstück in Florida, da habe ich 650.000 Quadratmeter Bauland gekauft vor vielen Jahren. Da habe ich ihn gefragt, was er da machen würde. Und seine Schüler, er hat ja Leute, die für ihn auch weiter arbeiten und so weiter. Das ist ein Typ, der an sich nicht von der Ästhetik herkommt oder von der Empfindungsqualität, sondern vom Machbaren und vom Angepassten an neueste Strukturen und Anforderungen. Haben Sie Böcki gekannt? Ja, ich habe ihn einmal getroffen, sonst alles nur über Bücher. Und ich habe eben einen Freund in Florida gehabt, der war Kunstprofessor in Tallahassee an der Hochschule. Ich habe dort auch Vorträge gehabt. Und der hat mit ihm zusammengearbeitet. Okay. Ja. Und so bin ich dann nach Amerika gekommen. Weitere? Ich fand es recht beeindruckend, wie also so das Spektrum ihrer Bauherren sich darstellt. Also dass sie vom Vatikan, von der katholischen Kirche bis hin zum Privatentwickler, der Einkaufszentren baut, bis hin zum Schah in Iran. Also da nehme ich an, das war ein Regierungsprojekt, dieses Städtebauprojekt im Iran. Wie sind Sie da an all diese verschiedenen Bauherrschaften drangekommen? Also das ist ja sehr... sehr, sehr breit gestreut, sage ich mal. Also wie die Bauherren. Also die Bauherren, viele, viele verschiedene. Genau, ja. Wie kommt man auf solche Bauherren? Das weiß ich selbst auch nicht so ganz genau. Es ist so, schauen Sie, ich sage immer wieder, ihr jungen kommenden Architekten, wenn ihr durch die Welt geht oder wenn ihr überall interessiert, dann stößt ihr automatisch auf die Möglichkeit, etwas zu realisieren. Das ist sicher so. Aber dann bitte keine Skrupel, dann einfach drauf los. Da müssen Sie halt schauen, was kann ich selber machen. Wann brauche ich überhaupt einen Bauherrn? So spät wie möglich. Sie müssen einfach, schauen Sie, wir haben bei großen Projekten, haben wir jahrelang kein Honorar gehabt. Natürlich, wenn Sie so etwas entwickeln und mit einem Eigentümer ein Arrangement treffen, dass er das nicht verkaufen darf, dann muss ich ihm was bieten. Der bezahlt aber kein Honorar, ganz sicher nicht. Ich habe in den Pratteln 10 Jahre kein Honorar gehabt, samt der Volksabstimmung. Ein Idiot war dabei, da wegen dem Verkehr wieder. Und, ja, einfach, da war der Ort, da habe ich gespürt, da musst du loslegen. Da müsstest du auch den Gürtel länger schnallen. Schauen Sie, ich habe ein Stipendium gehabt, nach dem Diplom in der ETH, für 3 Jahre Amerika, alles bezahlt, alles. Ich habe gesagt, no, ich will zuerst
eintauchen in das ganze Zeugs. Es hat sich gelohnt. Mit den Studenten haben wir viel mehr nachher gesehen in allen Ländern. Das habe ich auch nicht gewusst. Und das in Wien, das habe ich nie gesucht. Da kam der, muss ich Ihnen die Geschichte noch erzählen, Karl Schwanzer war einer der besten Architekten in Österreich an der TU Wien. Und über Stuttgart, ich habe da auch so Vorträge gehabt, da hat er mich scheinbar empfohlen, die Wiener sollen mich holen. Wenn ich es jetzt salopp sage, nicht mal gewusst, wo Wien ist. Ich habe nur gewusst, irgendwo im Osten. Ich wollte nie hingehen. Und dann stand der Herr Schwanzer eines Tages im Trigondorf in meinem Büro, hat sich nicht mal angemeldet und kam zu mir am Tisch und hat gesagt, da hinten, du kommst nach Wien. Verstehen Sie? Und da habe ich gedacht, da habe ich Angst gehabt. Große Universität. Und da wurde ich eingeladen in das Kollegium, das Professorenkollegium. Die haben eine Sitzung gehabt. Ich soll mal reden mit denen wenigstens. Da bin ich nach Wien gefahren. Die TU, ich habe gewusst, wo die etwa ist, Taxi, aber habe nicht gewusst, wo der Eingang ist. Bin ich wieder nach Zürich. Und die haben mich nach einem anderen Tag angerufen, wo ist es da hin? Wir hätten mich ja gesehen unten durchlaufen. Aber für mich war das eine bedrohliche Situation. Verstehen Sie? Und so bedrohlich ist mir das jetzt auch heute Morgen vorgelesen. Das ist ein neuer Maßstab. Verstehen Sie, wir sind ja im Grunde genommen, wenn ich Sie Ihnen das sagen darf, wir sind seit den Pfahlbauern nicht weitergekommen. Die menschliche Psyche ist immer noch genau gleich. Und der kleine Maßstab und die Behaglichkeit, die Schräge, etc., ist immer noch gleich. Und das ist das, was mich immer beflügelt hat. Immer wieder auf. So. Oh, jetzt kommen da ganz viele Fragen. Ich gebe ein Mikrofon weiter. Also ich kann vielleicht kurz anknüpfen. Mich interessiert das auch im Zusammenhang mit den 70er Jahren, wie sie aktuell ist, ist eben diese Frage des Maßstabs. Dass Sie in den frühen Projekten ja diese modularen Elemente haben, die ganz klar diesem kleinen Maßstab folgen, den Sie gerade propagieren. Aber in Projekten wie dem Schwabylon und auch in der Pyramidenstadt ist der Maßstab ja gar nicht mehr so klein. Ist der ja, also jetzt aus einem Blick rückwirkend, doch ein Maßstab, wie er in den 70er Jahren eben neu und auch interessant war. Wie stellen Sie sich jetzt dazu aus Distanz, diesen großen Maßstab? Nein, die Frage vom Maßstab. Einerseits ist die ganz kleine Einheit und andererseits die Großform. Schauen Sie, das ist einfach so. Das ist richtig. Das Problem haben wir alle. Das ist sicher so. Ich habe aber gesehen, dass in Afrika, besonders bei der Bau, wir haben ja 17 Jahre in Afrika gebaut, im Osten, im Westen, überall. Busch und Land und paradiesische Landschaft, da dürfen sie einfach nicht groß hineinklotzen. Das darf man nicht. Ich habe persönlich auch nie ein Hochhaus gebaut, hätte auch nie gemacht, zum Wohnen nie. Und jetzt bauen sie für Büros, glaube ich, ich weiß nicht, was da alles oben ist, bald ein Kilometer hoch, was soll das? Verstehen Sie, mit der Größe kämpfen wir alle, und da werden die auch kämpfen müssen, für das menschbezogene, psychische Anforderungen an das Wohnen. Ich rede vom Büro weniger, aber vom Wohnen, vom Daheimsein, eignet sich Größe nicht. Sie eignet sich einfach nicht, auch in Amerika nicht. Warum fahren denn die Amerikaner in New York? Sie fahren anderthalb Stunden jeden Morgen in die City und wohnen aber draußen im Grünen, auch genau gleich. Und das ist wieder der Kampf mit dem zu großen Maßstab. Wir haben dann versucht, wenigstens den Stadthügel, also wenigstens die Einzelproportion, ein bisschen zu humanisieren. Aber das ist auch nur ein Teilversuch.
Und die Freizeitstadt macht ja, bringt es ja doch ein bisschen zusammen, dass Gemeinschaften tun in der Mitte, mit Schulen, mit allem Möglichen und außen wohnen. Ein bisschen haben sie dort doch die Distanzen reduziert. Mehr können sie nicht machen. Und wenn halt heute wieder, wie seinerzeit im Mittelalter, der große Konkurrenz, die Höhenkonkurrenz losgeht, wie in Chicago seinerzeit, je höher, der mehr Prestige, nicht? Das ist ja völlig blödsinnig. Ich meine, was soll das? Ein Kilometer hoch. Das ist ja nicht steuerbar, das ist unmöglich. Wenn da wieder ein Flugzeug eingeht, das ist entsetzlich. Und das ist das Problem. Das Problem haben wir alle. Ja, Die Frage, die gestellt wurde, ist, Sie haben einerseits diese Pyramidenstadt, in der verdichtet wird mit Einzelwohnungen und gleichzeitig so Großprojekte wie Schwabylon. Also wie bringt man eigentlich diese zwei Aspekte? Ist man einfach wirtschaftlichem Druck unterstellt und muss dann Schwabylon bauen oder... ist auch in Schwabylon der Versuch... Also in Schwabylon waren die Hochhäuser schon fertig. Das war gebaut. Ich habe unten einfach die 15, 16 Meter Höhe, konnte ich mich da hineinwühlen. So. Aber die Hochhäuser waren schon da. Nicht so ganz schlecht, aber einfach so. Das ist schon auch, wissen Sie, da kommt die Lust am Bauen auch. Verstehen Sie, wenn Sie sowas sehen und so einen Bauherrn haben und der sagt, er möchte eine Eishalle haben für seinerzeitigen Weltmeister dann bauen Sie es eben. Was darüber passiert, hat mich nicht berührt. Aber es war psychologisch natürlich entgegen der Auffassung, dass man im Hochhaus wohnt. Das war schon da. Da bin ich aus dem Schneider. Okay, wir müssen jetzt leider abschließen. Wirklich herzlichen Dank. Es gibt noch diese Broschüren, einen Katalog, einen Ausstellungskatalog zum Werk von Justus Dahin, das er Dahin uns hier oder euch hier frei zur Verfügung stellt. Und es gibt weiter noch das Buch, das von der ETH-Bibliothek herausgegeben wurde, Man and Space. Dass Sie sonst in der Bibliothek... Von der ETH-Bibliothek, genau, ja. Herausgegeben. Also das Rote, da habe ich noch viele, wenn Sie genau. Da Interesse haben. Da sind ganze. Das andere empfehle ich euch schon, weil Mensch, und ich habe also nichts davon, ich meine, das ist ja, wissen ja, aber dass die ganze Philosophie gegen Function Follows Form ist das Gegenteil da. Dass die Empfindungsqualität der Räume, in denen wir leben, ist darin entscheidend eigentlich dargestellt. Und da sollten Sie jedem Programm, das Sie zuerst von irgendwoher bekommen, Wettbewerb oder vom Bauherrn, müssen Sie mal schauen, stimmt das eigentlich? Schauen Sie, wir haben in Wien auch ein Raumlabor gehabt. Nicht so schön wie in Lausanne, nicht hier Lausanne, ist noch schöner, da waren wir auch. Aber und da haben wir Folgendes gemacht, nur zwei, drei Worte. Wir haben... Wir müssen langsam wirklich... wir sind... Fünf Minuten. Haben wir zwei Treppen gebaut. Hier ein Treppenhaus und hier mit Holzbrettern und so. Eingeräumt. Auf der einen Seite haben wir... dieses Treppe aus Holz gemacht und oben eine Lampe mit warmem Licht und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite mit weißem Marmor, oben eine kalte Röhre, fluoreszenzlös, so ein bisschen wie dort, so. Und dann habe ich den Studenten nur gesagt, geht da von da rauf. Die sind nebeneinander. Und die sind unisono durch die Treppe rauf mit dem Holztritt und dem warmen Licht. Sehen Sie, das ist schon ein Fingerzeig, wie man Räume bauen soll. Atmosphärische Räume,
eben nach der Empfindungsqualität. So, jetzt ist aber herzlichen Dank. Dieses war ein schöner Abschluss, um noch darauf hinzuweisen, dass Justus dahin neben diesen Bauten eine Reihe von Restaurants und Hotels gebaut hat, unter anderem in Lausanne, ein unglaubliches Teil, das ich noch nicht gesehen habe. Aber die Fotos, die scheinen wirklich diese Frage der Stimmung auf den höchsten Punkt gebracht zu haben. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und wir sehen uns nächste Woche wieder in der Vorlesung. Danke.